Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part mit Vegalta. Das Spitzenspiel im letzten Part ist 2 zu 2 ausgegangen. War ein gerechtes Unentschieden eigentlich. Hab jetzt ein bisschen weitergespielt in der Liga und hier hat sich jetzt so eine kleine Negativserie wieder eingeschlichen. Also ihr seht schon, gefolgt von zwei weiteren Unentschieden. Ein 2 zu 2 und 1 zu 1. Dazu muss ich sagen, dass eigentlich verschenkte Punkte waren, weil wir haben hier in diesem Spiel 2 zu 1 geführt. Also machen die den 2 zu 1 Führungstreffer in der 91. Minute und kassieren postwendend in der 93. Minute wieder den Ausgleich. Also sehr, sehr ärgerlich das Ganze gegen Ishikawa. Ja, das war ein Spiel, war glaube ich gegen den Tabellen 21. oder so. Haben 1 zu 0 geführt, auch mit 23 zu 6 Torschüssen, waren sehr dominant und fangen uns in der 89. Minute das 1 zu 1 gegen den Vorletzten der Liga, also auch sehr, sehr ärgerlich. Gekrönt wurde das Ganze dann hier von diesem Spiel, hatte ich leider nicht aufgenommen, ein 4 zu 6 gegen den FC Gifu. Auch hier der Spielverlauf so, dass wir 2 zu 0 geführt haben. Dann noch vor dem Halbzeitpfiff uns das 2-2 gefangen haben. Dann nach der Halbzeit ging es weiter mit einem 2 zu 6 Zwischenstand, ehe wir nochmal auf 4 zu 6 herangekommen sind. Also ein sehr, sehr turbulentes Spiel. Heißt, wir hatten jetzt hier eine Phase von vier sieglosen Spielen, hatten aber das Glück, dass die Konkurrenz in den oberen Tabellenregionen auch ein wenig gepatzt hat und haben uns jetzt hier mit dem letzten Spiel ein wenig rehabilitieren können. Der höchste Saisonsieg bisher, wenn man es auch nicht glauben mag, 13-0. Höher haben wir bisher diese Saison nicht gewonnen, kein Gegentor kassiert. Ja, also von dem her kann man darauf wiederum aufbauen. Ärgerlich ist das Ganze, dass sich jetzt noch Notsuda verletzt hat. Der ist aktuell eigentlich ein relativ wichtiger Spieler für uns gewesen, also Gakudo Notsuda. 25 Jahre alt, auch aufgrund seiner Weitschüsse, seiner Einsatzfreude, ein Spieler, der offensiv immer für Akzente setzen kann. Und der wird jetzt eben für 5 bis 8 Monate ausfallen aufgrund einer Wirbelsäulenverletzung. Ist also sehr, sehr bitter, das Ganze. Wird also jetzt für den Rest der Saison keine Rolle mehr spielen. Gut, also der wird, wie gesagt, jetzt fehlen. Kato, ja, unser neuer Keeper, der hat sich jetzt, ja, also im letzten Spiel ein relativ gutes Spiel gemacht beim 13-0. Sein bestes Spiel bisher. Hat jetzt 6 Einsätze, 12 Gegentore. Zweimal hat er zu 0 gespielt. Schauen wir mal, also so richtig, also 100% überzeugt bin ich noch nicht. Wäre jetzt wahrscheinlich auch irgendwann mal, wo ich es mir leisten kann, hier Shumogi, also den 20-Jährigen, einsetzen. Einfach auch, dass er mal ein paar Einsätze bekommt. Gut, wie geht's weiter? Also jetzt ist es so, dass der Kaiserpokal startet. Wir befinden uns jetzt im September. Und also jetzt geht's halt in die heiße Phase, haben jetzt 30 Spieltage weg. Kann euch vielleicht nochmal ganz kurz die Tabelle zeigen. In der Liga sieht's also ganz okay aus. Also 30 Spiele haben wir weg. 51 Punkte sind noch in einigermaßen Schlagdistanz zu den direkten Aufstiegsplätzen und 4 Punkte auf einen Nicht-Playoff-Platz. Also ich denke, das wird wohl auf die Playoffs hinauslaufen. Aber noch sind ja 12 Spiele, die gespielt werden müssen. Aber wie gesagt, jetzt kommt erstmal der Kaiserpokal, ist also jetzt von der Reputation her eines der wichtigsten Wettbewerbe. Und wenn wir uns hier mal die Wettbewerbe anschauen, was der Vorstand erwartet, dann erwartet ihr hier, dass wir die dritte Runde erreichen. Und wir treffen jetzt eben in der zweiten Runde auf den FC Tokio, auf die U23. Ist sicherlich kein, also reiner, also keine Laufkundschaft, möchte ich es mal sagen. Wir werden da schon mit einer guten Aufstellung auftreten müssen, aber es sollte auf jeden Fall machbar sein. So, was den Nabisco Cup angeht, da werde ich immer noch nicht so recht schlau draus. Ich glaube, das ist in dem Pfeil vielleicht nicht ganz korrekt abgebildet, weil zum einen
Gut, darauf kann ich eigentlich nochmal später eingehen. Also wenn man sich mal die Chronik anschaut, Rekordsieger Kashima Endless, ne, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ah ja, Siegerliste, genau. Da ist nämlich der letzte Sieger eingetragen im Jahr 2016 und wir befinden uns jetzt im Jahr 2019. Also so die letzten Sieger wurden hier gar nicht eingetragen und wie gesagt, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht so richtig, warum wir nur 6 Spiele hatten, obwohl 8 Vereine in der Gruppe sind. Leider alles so Sachen. Aber nun gut, wir werden sehen, ob das hier noch irgendwie weitergeht im Wettbewerb. Ja, gut. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal der Kaiserpokal. Haben jetzt hier auch das Tactical Briefing. Das heißt, wir werden ganz kurz mal in die Taktik schauen. Ich glaube, wir werden jetzt die Taktik so beibehalten wie zuletzt. Zeige ich euch gleich. Das heißt, jetzt gehen wir wieder an den Co-Trainer. So. Also hier ist nämlich jetzt eigentlich auch schon das Nabisco Cup Viertelfinale, wo ich eigentlich dabei sein müsste, aber müssen wir mal abwarten. Gut. Aber Gemach, Gemach, jetzt eben erstmal das Spiel im Kaiserpokal. So. Okay, schauen wir jetzt mal, wie wir das Ganze angehen. Monatliches Finanzupdate, ja, es ist. Da müssen wir, wenn wir aufsteigen sollten, nochmal ein bisschen was umstellen. Aber gut, das ist jetzt erstmal nicht Thema. Unsere U18 macht sich jetzt gar nicht so schlecht, hat jetzt einen Unentschieden geholt. Haben da auch einige Talente, die man sicherlich nach und nach integrieren könnte. Gut, Komas ist wieder fit, Motegi ist noch nicht wieder ganz fit. Muss man eben auch schauen. Okay, also Kaiserpokal, wie gesagt, der wichtigste Pokalwettbewerb in Japan. Da möchte ich natürlich nach Möglichkeit auch noch so weit wie möglich kommen, um eben eine richtig gute Saison zu spielen. Also Kato steht auf jeden Fall im Tor. So, jetzt überlege ich hier schon mal Fujitani, dass wir hier mal Kojima einsetzen. Dem habe ich nämlich Einsätze versprochen. Und dann können wir mal hier ein bisschen rotieren, weil die Liga ist momentan eigentlich wichtiger. Und wird Kojima gerne auf unterstützend hier setzen. Und Fujitani kann dann mal eine kleine Pause haben. So, mein Innenverteidiger-Duo Itakura Hirooka möchte ich jetzt nicht auseinanderreißen. Die werden weiter zusammen spielen. Verstehe jetzt nur gerade nicht, warum ich. Ah, genau. Also hier ist die Verbindung, ordentliches Duo. Und hier auf links wird sich halt eben Moreira einspielen mit Okuyama als erster Ersatz. So, im Mittelfeld ist die Hierarchie eigentlich auch geklärt. Also Motegi auf der rechten Seite, formstärkster Spieler, wird natürlich spielen. Auf links Furuhashi, dem habe ich jetzt mal eine andere Funktion gegeben. Zwar nicht als Flügelspieler, sondern als inverser Flügelspieler. Den werden wir eher auf unterstützen. Dass wir kompakter stehen. Und genau, Tomita eben auf verteidigen. Kachiyama auch verteidigen. Wobei den lassen wir, glaube ich, ein bisschen weiter vorrücken. Unterstützen. Und hier hatten wir jetzt zuletzt Abe spielen. Weil Komas eben sich verletzt hatte. Aber auch der ist in einer relativ guten Form. Das heißt, den lassen wir spielen. Abe nehmen wir mit. Und ich hätte ihn jetzt erstmal gerne als Spielmacher.
und Watari eben vorne als Knipser. Gut, Raffaelsson als Joker haben wir dabei. Sean Fujitani würde ich eigentlich gerne noch mitnehmen. Wobei, nee, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ishihara, Rio Jermaine. Okay, so, das soll eigentlich die Taktik sein. Also Furuhashi, der hier auch noch mal nach innen zieht. Gut, wir gehen das Ganze mit Kontrolle an, flexible Dynamik. Wir machen das Spiel breiter, disziplinierter spielen, Position halten. Also ich möchte ein stärkeres Kollektiv haben, weil ich gemerkt habe, dass ich da einfach in der Defensive besser stehe. Und das Ganze ist jetzt relativ vertraut schon. Werden also hier nicht viel ändern. Und gehen dann in dieser Form auch direkt zum Spiel. So, also hier ein Erfolg wäre natürlich enorm wichtig. Also sowohl für die Reputation als auch für die Stimmung in der Mannschaft. Sagen jetzt leidenschaftlich, wir sind aus gutem Grund Favorit. Ich habe Vertrauen in euch. Leidenschaftlich. Gut, also 5 konnten wir zumindest erreichen. Gegnerische Anweisungen werden wir jetzt erstmal noch abwarten. Die spielen im gleichen System wie wir. Also zumindest sollte da defensiv erstmal nichts groß anbrennen. So, jetzt. Ach. Also wir haben jetzt nicht groß rotiert, haben also nur einen neuen rechten Verteidiger, weil er eben auch Spielzeit, weil ihm Spielzeit versprochen wurde von mir. Und er ist jetzt auch nicht so schlecht, also kann er jetzt gerne mal zeigen, was er hier drauf hat. Okay, dann schauen wir uns mal an, was meine Mannschaft hier zu leisten imstande ist. Also zudem haben wir Heimspiel, also Vorteile sollten auf unserer Seite liegen. Mal ein bisschen beobachten, wie wir in das Spiel reinkommen. Tokio wird vermutlich relativ tief stehen. Ja, sehen wir hier schon. Das heißt, es wird wohl ein Geduldsspiel werden. Gut, also momentan geht noch nicht viel zusammen. Die ersten 20 Minuten. Motegi ist so weitestgehend abgemeldet. Jetzt kommt aber erstmal FC Tokio. Stehen aber eigentlich gut auf einer Linie hinten. Aber die Flanke, die darf nicht kommen eigentlich. Aber jetzt vielleicht die Konterchance. Watari, Komas. Komas läuft, er läuft. Okay, legt nochmal zurück auf Kojima. Motegi und Watari. 1:0, so kann es laufen. Tor zu einem guten Zeitpunkt. Aber die Flanke wurde ja immer länger. Schaut es euch mal an, Motegi. Wahnsinn, ist natürlich auch nicht gut verteidigt. Aber Watari macht in der Situation alles richtig und köpft uns in Führung. So soll's sein. Also Tokio auch noch mit keiner Torchance jetzt nach 30 Minuten. Wir schauen jetzt vielleicht mal taktisch ein bisschen was umstellen. Ja. Der Ausgleich. Schauen wir nochmal, wer hat denn jetzt hier gepennt? Takagi, Lippe Veloso, Itakura geht nicht auf den Mann. Hara.
Die Gegentore. Das ist nach wie vor ein Problem. Ich denke, dass die Innenverteidiger letztendlich nicht die Qualität haben. Also sollte ich aufsteigen? Oder auch sollte ich nicht aufsteigen, muss ich da auf jeden Fall nachrüsten. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen mehr ins Pressing und ziehe die Defensivlinie weiter zurück. Also 4 Torschüsse ist jetzt natürlich nicht überragend, aber wir lassen auch nicht so viel zu. Das Gegentor Motegi, ja, schade. Gute Möglichkeit. Aber hinten, das ist halt mir immer noch zu unsicher. Nicht solide genug, was die Defensive da abliefert. Ja, auch der Schuss war nicht ungefährlich. Motegi wird wohl nicht durchhalten, ne? 66%. Gut, mit 1:1 geht's in die Halbzeit. Sagen jetzt mal bestimmt, bin alles andere als zufrieden. Furuhashi sieht selbstgefährlich aus. Das sagen wir jetzt mal bestimmt. Sie können wesentlich mehr. Ich bin unzufrieden mit ihrer Vorstellung. Genauso wie Komas. Okay. Also den ziehen wir vielleicht mal ein bisschen weiter hinter. Den dafür ein bisschen aggressiver. Und auch Tomita weiter vor. So. Den ziehen wir weiter vor. Wir brauchen ein bisschen mehr Überzahl. Also das war kein gutes Spiel. Jetzt in der ersten Halbzeit bis zur Führung, okay. Und wir müssen auf jeden Fall auf diesen Hara aufpassen da vorne. Heißt, den nehmen wir mal in enge Manndeckung. Und den Veloso setzen wir unter Druck. Da muss mehr kommen. Das läuft nicht so wirklich rund. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber vielleicht müssen wir Komas, der macht kein gutes Spiel. Und sollte die Schaltzentrale in der Offensive sein, wenn der kein gutes Spiel macht. Ist vielleicht besser, ihn runterzunehmen. Auch hier wieder der Pass nicht optimal. Also der spielt wirklich fahrig. Auch der Pass kommt nicht wirklich. Oh, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Moreira auf Gachiyama, Ohashi, Komas auf Fatari. Ja, das war doch mal ein guter Spielzug. Tegi, Gachiyama. Ja, wir kommen aber hier nicht zum Abschluss. Und jetzt Hara wieder. Hara. Also ich glaube, Motegi nehmen wir jetzt erstmal raus, dann nehmen wir mal Sasaki rein.
allerdings auf Unterstützen. So. Ja, ich will weitermachen. Wir sollten mehr über die Flügel kommen. Momentan viel zu viel über die Mitte. Aber ich hoffe, dass der Gegner jetzt auch hier so ein bisschen abbaut in der Physis. Und dass wir dann am Ende nochmal schön Druck machen können. Und momentan läuft echt nicht viel zusammen. Da fehlt eben jetzt auch ein Notsuda, der aus der Tiefe vorstoßen kann. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach mal... Ja, Komas mit einer 6,8, der wird besser. Furuhashi ist halt gar nicht auf dem Platz heute. Wen könnte ich denn da? Da habe ich eben keinen. Aber ich glaube, ich versuche jetzt einfach mal Komas rauszunehmen und mit einem klassischen 4-4-2. Rafaelsen als Defensivstürmer, Watari als Knipser. Und Kachiyama, der ein bisschen mit vorgeht. Vielleicht kriegen jemand dann doch ein paar mehr Chancen. Immer zeigt etwas Leidenschaft. Ah. Eins zu eins. Wie gesagt, der Gegner baut jetzt so langsam ab. Wir werden es mal probieren, Angriff zu gehen. Direkt das Restpassspiel. Und höheres Tempo. Sind wir zwar nicht gewohnt, aber vielleicht können wir damit die Abwehr jetzt nochmal ein bisschen knacken. Sieht allerdings jetzt erstmal nicht danach aus. Okay, jetzt nochmal eine Chance vielleicht. Sasaki. Ah, Furuhashi verpasst hier die Gelegenheit, alles klar zu machen. Gut, also... bleibt es wohl erstmal jetzt beim 1-1 und es geht in die Verlängerung. Aber offensiv ist mir das einfach zu wenig. Ich habe hier auch nicht genügend Ballbesitz eigentlich. Intensität, ja. Gehen jetzt mal voll drauf. Direkteres Passspiel. Pressing gehen wir jetzt mal weg. Das kostet zu viel Kraft. Wir machen einfach mal Flanken voll schlagen. Schießen bei freier Bahn. Wir brauchen jetzt mal Torgeschancen. Ah ne, ist das mal Flügelspieler vielleicht. Watari als Stoßstürmer. So. Kachiyama. Ziehen wir ein bisschen weiter zurück. Also jetzt ein ganz, ganz klassisches 4-4-2. Können jetzt noch einmal wechseln.
Nur gut überlegen. Wen wir da jetzt rausnehmen. Ach, Leute. Kato bleibt lange stehen. Hält ihn gut. Und jetzt laufen wir hier im Konter rein, oder was? Also, ich glaube, da müssen wir doch die Mentalität ein bisschen zurückfahren. Spielaufbau mit kurzen Pässen. Also dieses Ding zu verlieren, gehört auf jeden Fall nicht in den Plan. Ach, und Hara wieder. Okay, aber der war jetzt mal ungefährlich. Wir hatten lange keine gute Torschance mehr. Jetzt vielleicht mal Vatari und Tom Mida aus der zweiten Reihe. So, Sasaki zum ersten, Sasaki zum zweiten. Chiyama. Bleiben im Ballbesitz. Sasaki. Ausspielen, ja, auf Kojima. Sasaki. Schlechte Flanke. So, Hara macht ein richtig gutes Spiel. Aber ich werde taktisch nochmal was umstellen müssen. Das gefällt mir nicht. Und Hara ist schon wieder frei. Jetzt stellen wir mal Tomita für ihn ab. Das gefällt mir ganz und gar nicht, was der hier für Freiräume bekommt. Und machen nochmal die Abwehrreihe weiter zurückziehen. Also den Hara, den sollte ich mir mal anschauen. Und da ist passiert. Standardsituation Yoshida. Gut, jetzt müssen wir natürlich was machen. Und bringen jetzt noch Abe. Spielen jetzt in dieser Raute. Und sehen die Spieler vor. Junge, Junge, Junge. Neuen Mannschaften. So, das ist erstmal Halbzeit. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das machen. Flügelverteidiger. Also Wechseloptionen habe ich jetzt schon alle ausgereizt. Ne, die setzen wir schon auf Angriff. Und die beiden auf Unterstützen. Und zwei Stoßstürmer. Wobei, ne, den lassen wir als Defensivstürmer.
Okay. Dann versuchen wir es mal. Ah, 15 Minuten noch. Ich meine, das Gute wäre, ich könnte mich dann auf die Liga konzentrieren, natürlich, aber gegen eine U23 hier auszuscheiden, wäre schon sehr bitter. Gut. Aber, nein, das Tor zählt nicht. Okay, Jungs, jetzt macht nochmal hinne hier. Mehr fordern. Ich könnte jetzt natürlich nochmal richtig aufs Ganze gehen hier. Aber ich komme gar nicht mehr zu Torschancen. Es spielt nur noch die U23 von Tokio hier. Eine sehr enttäuschende Leistung nach dem 3:0 in der Liga. So, jetzt vielleicht nochmal. Kommt, Leute. Es sind noch 5 Minuten. Gebt nochmal alles. Ah! Ah, das ist, grenzt schon wieder an Slapstick hier. Also, unfassbare Chance gerade. So, jetzt nochmal Ecke. Ja, erstmal ungefährlich, aber wir sind noch im Ballbesitz. Watari. Kachiyama. Ich werde jetzt einfach nochmal. Haut den Ball in den 16er, schießen bei freier Bahn. Langer Hafer. Alles, was irgendwie offensiv geht. Und die nächste Ecke. Na, bleiben wir im Ballbesitz. Zagi Moreira. Also offensiver kann ich es jetzt wirklich nicht mehr machen. Kann auch nicht mehr wechseln. Müssen die Jungs dann halt irgendwie mal selber lösen. Und da vielleicht nochmal die Chance. Und die allerletzte Chance, jetzt nochmal den Ball irgendwie in den Strafraum zu bekommen. Kojima Itakura. Und er wirft ihn nach hinten. So gewinnt man kein Pokalspiel. Das ist richtig enttäuschend. Richtig, richtig enttäuschend. Eine schlechte Leistung. Das war nicht gut. Auch von Sasaki nicht gut. Ach. Gut. Also, Kaiserpokal in der zweiten Runde ausgeschieden. Und ich weiß nicht, woran es eigentlich gelegen hat.
Wir haben nicht toll gespielt, nein. Wir haben schlecht gespielt und wir hatten Glück, überhaupt in die Verlängerung zu kommen, ja. Tachihara, ja. Wäre eine sinnvolle Verpflichtung. 20 Jahre alt. Egoistischer Spieler, das kann ich aber eigentlich nicht brauchen. Okay, Nagasaki entlässt Takagi. So, damit wird der Vorstand natürlich nicht zufrieden sein. Ja. Chancenverschwendung, das ist ein großes Thema momentan. Und auch die Defensivleistung hinten. Damit kann man nicht zufrieden sein, wenn man sich jetzt mal die Formkurve anschaut. Ist das schon ein wenig besorgniserregend. Das heißt, dieses Saisonziel wurde nicht erreicht. Und müssen eben zur Folge mit dem Nabisco Cup Vorlieb nehmen. Kaderatmosphäre ist natürlich jetzt auch nicht gerade prickelnd. Gut, haben jetzt eine englische Woche mit zwei Ligaspielen. Hatte jetzt eigentlich Ballkontrolle geplant. Aber ich glaube, ich möchte jetzt gerne eher nochmal Teambuilding. Automatismen. Das Angriffsspiel. Und auch Standardsituationen ausführen. Also das möchte ich gerne. Bei Automatismen nochmal. In den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall nochmal Teambuilding insbesondere studieren und auch das Angriffsspiel, weil das muss einfach besser werden. Schauen wir mal. Terminplan, also jetzt geht's gegen den 9., danach gegen den Tabellenletzten. Diese zwei Spiele sind auf jeden Fall Spiele, die gewonnen werden müssen. Ohne Wenn und Aber. Um auf jeden Fall die Playoffs-Ränge zu sichern. Sind hier nicht ganz Favorit, aber auf jeden Fall sind wir gegen Numazu. Entschuldigung, Numazu auf jeden Fall haushoher Favorit. Sehen, wir werden beiden hier Angriffsspiel trainieren und vor allem Teambuilding und hoffen, dass es dann, dass wir diese Niederlage wieder auswitzen können. Ja, das Mannschaftsgefüge, sehr einflussreiche Spieler, Itakura. Die Kaderatmosphäre müssen wir natürlich verbessern. Ah, genau, ich hatte hier nochmal ein Angebot gemacht für einen Spieler. Der wäre nämlich zu haben für nächste Saison. Richtig starker offensiver Mittelfeldspieler. Argentinier von River Plate. Ablösesumme. Also er wird am 1. Januar 2020 kommen. Und das Angebot wird man einfach mal machen. Für 1,7 Millionen. Dann könnte man nämlich Abe abgeben. Und sie akzeptieren das gleich mal. Puh, aber das Gehalt werden wir nicht stemmen können. Also 200.000 vielleicht noch okay. Der wird unsere Finanzen echt auffressen. Der wäre natürlich eine knalle Verpflichtung. Okay, also der wäre auf jeden Fall unser Top-Verdiener dann. Wäre eine richtig gute Verstärkung dann. Gut, also ich kümmere mich jetzt mal um die beiden Ligaspiele, dass es da weiterhin gut läuft und
Dann melde ich mich zeitnah wieder für einen neuen Part. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid demnächst wieder mit dabei. Und ja, sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich sage Servus und ciao, ciao.